Und damit nach Deutschland, wo SPD-Gesundheitsminister Lauterbach heute den konkreten Plan zur Legalisierung von Cannabis vorgelegt hat, die schon im Regierungsprogramm der Berliner Ampelkoalition angekündigt war. Spätestens nächstes Jahr soll der private Besitz und der Konsum von geringen Mengen Cannabis für Erwachsene erlaubt sein. Abgeben dürfen es aber nur eigene Vereine an ihre maximal 500 Mitglieder. Cannabis-Geschäfte wird es zumindest vorerst nicht geben. Die konservative Opposition in Deutschland kritisiert den Plan scharf, aber in den letzten Jahren haben immer mehr Länder Cannabis auf die eine oder andere Weise legalisiert. Grünes Licht für das grüne Kraut in Deutschland. Für diese Demonstrantinnen in Berlin eine gute Nachricht. Menschen konsumieren Cannabis, seitdem man denken kann, seit Jahrtausenden. Und nichts wird sie davon abhalten. Es wird so oder so konsumiert. Die Frage ist, wenn man es illegalisiert, ist es im Schwarzmarkt. Da gibt es keinen Jugendschutz, kein Dealer fragt nach dem Ausweis. Während man gerade diesen Jugendschutz dann sicherstellen kann, wenn es eine kontrollierte Abgabe gibt. Dem würde der deutsche Gesundheitsminister wohl zustimmen. Er will den Konsum von Cannabis begrenzen und gleichzeitig entkriminalisieren. Die Ampelkoalition hat sich heute auf einen dementsprechenden Gesetzesentwurf geeinigt. Das ist ein wichtiges Gesetz, welches also eine langfristige Wende in der deutschen Drogenpolitik darstellen wird. Eine Wende, die gleich mehrere Probleme lösen soll. Das erste Problem ist, wir haben steigenden Cannabiskonsum. Das betrifft leider auch Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene. Wir haben eine umfängliche und auch zunehmende Drogenkriminalität. Mittlerweile machen die Cannabisdelikte 50% der Drogenkriminalität in Deutschland aus. Im Herbst soll der Gesetzesentwurf dem Bundestag vorgelegt werden und bis Ende des Jahres in Kraft treten. Erwachsene dürfen künftig demnach bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf und bis zu 3 weibliche blühende Pflanzen besitzen. Für Minderjährige bleibt Cannabiskonsum weiter verboten. Scharfe Kritik an dem Gesetz kommt von der deutschen Opposition, dem Richterbund und der Gewerkschaft der Polizei, deren Tenor, man solle die Risiken einer Legalisierung nicht unterschätzen, vor allem für die Gesundheit junger Menschen. In Österreich ist eine solche Teillegalisierung derzeit nicht absehbar. So sprechen sich ÖVP und FPÖ klar gegen eine Legalisierung aus, SPÖ und NEOS für eine Entkriminalisierung. Dafür sind auch die Grünen, haben aber auch die Legalisierung in ihrem Programm. Laut einer aktuellen, vom Profil in Auftrag gegebenen Umfrage sind jedoch 50% der ÖsterreicherInnen für die Legalisierung, 42% skeptisch oder klar dagegen, die restlichen 8% wollten keine Angabe machen. Beim Besitz von Cannabis droht hierzulande bis zu ein Jahr Haft bzw. eine Geldstrafe. Bei kleineren Mengen wird man auf freiem Fuß angezeigt. Weltweit geht der Trend klar in Richtung Entkriminalisierung und Legalisierung. Der Konsum und Besitz von kleinen Mengen Cannabis ist mittlerweile in mehr als 40 Ländern zumindest straffrei gestellt. Dazu gehören in Europa die Niederlande, Spanien, Portugal, Malta und Luxemburg und darüber hinaus etwa Uruguay, Kanada sowie 23 US-Bundesstaaten. Zu einem kritischen Urteil über die Konsequenzen der Legalisierung kommen Forscher der Universität Hamburg, die im Auftrag des deutschen Gesundheitsministeriums mehr als 160 Studien zum Thema ausgewertet haben. Demnach steige Cannabiskonsum in jenen Ländern schneller, wo Cannabis für Freizeitzwecke erlaubt ist.